hat eine kleine Durststrecke. Nur ein Punkt aus zwei Spielen. Doch heute kommt der Tabellenletzte aus Torgelow nach Magdeburg. Da ist ein Sieg eigentlich Pflicht. Klingt erstmal ganz leicht, hat auch Auerbach gedacht, doch am Ende verloren. Und dann fehlt beim FCM auch noch der Spiellenker Eik Galay. Marco Kurt, der Kapitän, nimmt auf der Tribüne Platz wegen einer Wadenverletzung. Muss er pausieren beim 2:2 Neustrelitz, hatte er einen Schlag bekommen. Nun der nächste Gegner aus Meck-Pomm, der Aufsteiger in Farben, die nicht so recht begeistern in Magdeburg, in Gelb-Schwarz. Und das ist Novacic. Und er war sauer auf Romanowski, der ihn beim Schuss behinderte. Novacic von Anfang an sichtbar, der Chef, der Greifen. Und in der Tat berauben sie sich selbst einer guten Chance. Aber Torgelow motiviert, vor dieser Kulisse macht's Spaß. Vorwärts Magdeburger Jungs, das galt ab der 6. Minute. Bolze ersetzte Marco Kurt und der FCM, er ging jetzt ins Powerplay. Beil auf Krieger. Die Weißen am und im Strafraum, im permanenten Ballbesitz. Reinhardt flankt. Krieger und da ist Moslier. Zum dritten Mal in Folge in der Startelf. Der will sein erstes Saisontor und das mit kaputtem Schuh ist bei der Erwärmung passiert. Aber die alten Treter, sie passen ebenso gut und deshalb spielt er mit ihnen. Bolze zeigt mit der linken Hand. Rausrutschen. Benjamin Bolze beim Freistoß und er findet Krieger. Letzte Saison hat er 7 Tore erzielt. Er rackert, er kämpft, aber er trifft eben nicht. Dirk Heine, zum ersten Mal auf der Tribüne, seit er hier als Trainer gehen musste. Im Dezember 2007 war das. Inzwischen führt er eine Torwartschule beim Hamburger SV. Einen, den er noch kennt, ist Tobias Friebertshäuser. Torgelow hinten drin, versucht sich zu befreien, aber Bolze aufmerksam. So soll er spielen. Bolze auf Beil. Auf Bolze, auf Vite Riti. Schmerzen in der Fangeraden, Schmerzen bei Fabio Vite Riti, der gegen Union sein erstes Tor für den FCM erzielt hatte. Stark vorbereitet von Bolze, Vite Riti trifft das Tor ganz genau, aber wer rechnet schon mit dem fliegenden Lastovka? Die anschließende Ecke von Ali Moslier. Und da ist Krieger! Endlich! Das 1:0. Sein erster Saisontreffer. Petersen hat ihm kurz vor dem Spiel prophezeit, heute wirst du dich mit deinem Einsatz belohnen. Wie recht er hatte. Novacic und Kaiser fehlt die Konsequenz. Die Krieger zeigt. Erst die Ecke, dann das Tor. Aber Respekt Torgelow, ihnen war der Tabellenplatz nicht anzumerken. 23. Minute, Ndjaye, der Ex-Leipziger, überlässt für Novacic und Tischer. 6 Tore haben sie erzielt, die Torgelower, Novacic noch keins. Hier ist Tischers Einsatz dringend nötig, der Ball, er wäre reingegangen. Torgelows Trainer, der hat Fußballgeschichte geschrieben, Jürgen Decker war als Co-Trainer von Uwe Reinders letzter DDR-Meister mit Hansa Rostock und hat in dieser Zeit gelernt, wie man ein Team motiviert. Djibril Ndjaye gegen Tobias Friebertshäuser. Aber der Friebertshäuser, der signalisiert, das hier ist unser Territorium. Und Marco Kurt, eingerahmt inzwischen von seiner Tochter, und Marco Rose, Trainer von Lok Leipzig. Alte Kumpels, am Mittwoch geht's gegeneinander. Lok gegen FCM. Nicht zu viel verraten. Die Torgelower nehmen ihren Torwart mit, André Greulich, aber der humpelt. Seine Mitspieler kennen keine Gnade, gibt's doch gar nicht. Nochmal zurück, Greulich in größter Not. Und es wäre eine Riesenchance für den FCM geworden, stünde Krieger da nicht im Abseits. Greulich hatte sich bei einem Abschlag den Oberschenkel gezerrt, musste ausgewechselt werden. Michal Kuczynski kam, kein Risiko. Er hatte beim einzigen Saisonsieg, dem 2:1 gegen Auerbach, im Tor gestanden. 39. Minute. Der mit dem kaputten Schuh läuft. Moslier, bedient von Butzen. In der Mitte Bodenski.
hätte gepasst. Seine Eltern Claudia und Dieter, ehemals Torwartlegende von Werder Bremen, saßen heute auf der Tribüne. Die 45. Minute nochmal der FCM Frieberzhäuser. In Abwesenheit von Marco Kurt, einer der Leader. Aber nur 1:0 zur Pause. Sorgenvolle Augen bei Andreas Petersen. In der zweiten Hälfte kam die Sonne raus. Beil schön durch die Gasse auf Butzen. Und da ist wieder Bodenski. Vor einem Monat ist er 21 Jahre alt geworden. Sein erstes Tor für den FCM. Irgendwann wird es fallen. Torgelow bemüht, aber am Ende in der Offensive zu wirkungslos. Schon die 90. Minute. Und jetzt spielte Schiedsrichter Alexander Sater mit. Dann Schiller auf Mosleer. Ali Mosleer mit dem kaputten Schuh. Das 2:0, sein erstes Tor, jetzt drehte er völlig durch. Und wer ist der wichtigste Mensch im Leben eines Fußballers? Na klar, der Trainer. Was für eine Erlösung. Wunderschön gemacht und Zeugwart Horner hatte was vorbereitet für Mosleers erstes Tor. Heiko macht den Schuhputzer für Ali. Das 2:0, der Endstand. Und Wolfram Engel ging natürlich der Sache mit den Schuhen auf den Grund. Ja, also der Schuh ist kaputt gegangen vorm Spiel. Aber ich habe mir gesagt, ich habe mich gut drin gefühlt in den Schuh. Und da habe ich mir gedacht, heute mache ich ein Tor mit den Schuhen. Und der rechte Fuß war das. Endlich hab ich getroffen und beste Gefühl, welche kann heute passieren. Der Sieg gegen den Tabellenletzten löste Euphorie aus. Was für eine Choreografie am Ende. Nach dem Desaster der letzten Saison ist er wieder zurück. Der Ja, und gleich geht es mit dem SC Magdeburg weiter. Die haben heute bei den